Hallo ihr Lieben, oh Gott, jetzt fange ich schon an zu singen. Nein, wir machen heute eine Karte, die man, wenn man sie bekommen hat und wenn man sie vielleicht für sich selber macht, gibt es ja auch sowas, man sie sich hinstellen könnte. Also keine normale Karte, die so steht, ne, ihr wisst schon, sondern vorne mit noch so einem Ansatz, damit die ordentlich stehen kann. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie ich es meine. Und mach mal in so grünen, rosa Tönen. Ist ja wieder euch überlassen. Leider habe ich kein Grün mehr hier so in dieser Farbe. Ich muss jetzt wirklich ganz dringend bestellen. Die Farbe passt mir nie so ganz. Ne, ihr seht schon, das ist nicht so harmonisch. Stellt euch vor, das wäre die Farbe. Ne, also die Farbe ist die Farbe. Das wäre schon schön gewesen. Ja. Das wäre besser, aber ich habe es nicht mehr in groß. Schade, muss ich bestellen. Das ist doch Faltkarten. Ja, muss ich bestellen. So, wir brauchen, jetzt muss ich jetzt noch meinen schlauen Zettel hier herholen. Wir brauchen erstmal ein Kartenrolling. Beziehungsweise, ja, Kartenrolling erstmal. A4-Blatt in der Hälfte teilen. Also bei 10,5 und dann, hier unten ist schrubbelig. Und dann nochmal kürzen auf 29. Damit wir das auch schön alles falzen und zuschneiden können. So, 29. Ich hoffe, das passt. Bleibst du jetzt liegen? So. 29. Das können wir auch gleich falzen bei 14,5. So. Machen wir schon mal den Kartenrolling. Ihr könnt natürlich, falls ihr eine sehr dunkle Farbe nehmt oder es generell mögt, könnt ihr hier rein natürlich noch was Weißes kleben, wo ihr dann drauf schreiben könnt. Mache ich jetzt nicht. Bin ich auch so nicht unbedingt. Also ich schreibe dann gern hier rauf. Ne? Man kann natürlich jetzt aber hier wirklich weiß reinkleben und dann vielleicht noch ein kleines Stempelchen. Aber nur so als Tipp. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir ich wollte nicht Cardstock sagen, nein, Farbkarton. Quasi die Mattung und halt der Aufsteller. Ich habe mich mit Farbe betintet. Also, ich nehme hier so ein ganz schön krasses Rosa, sehe ich gerade. Okay, kurz umentschieden. Ich nehme nicht dieses Rosa, Babyrosa, sondern, ihr seht schon, so ein Altrosa, so ein Dunkelrosa. Wie kann man das nennen? Fast schon ins Orange gehende? Ja, irgendwie so. Davon, jetzt wo ist mein schlauer Zettel? Davon brauchen wir jetzt auch die Hälfte. Also wieder bei 10,5 in der Länge. Nein, 10,2. Moment. Also, 10,2 in der Länge. Weil ist ja die Mattung. Ne? Muss ja ein bisschen Rand rausgucken. Ne? Ihr wisst. So, dann müssen wir es auf dieselbe Länge erstmal kürzen. Also auch auf 29. Ja. Und dann können wir nämlich falzen. Und ich hoffe, da habe ich alles richtig gemacht. Das tun wir mal weg, das nervt mich hier. Nämlich bei, muss ich gucken, bei 14,2. Bei 14,2. Und dann bei 21,7. Und ich hoffe, das ist richtig. Wenn nicht, habe ich einen Zappen. 21,7. So. Muss ich kurz überlegen. Das kommt hier drauf. So. Und ihr seht schon, wie ihr es knicken müsst. Das kommt nach oben. Und das kommt nach unten. So. Jetzt kann man hier noch gucken, ob das alles schön gerade ist. Aber wenn hier unten 1-2 mm rausgucken, das ist egal. Wenn man das dann eh hinstellt. Wenn man es natürlich ganz akkurat haben möchte, kann man das noch bis zur Linie falten.
Kann ich ja jetzt auch mal machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich falsch gerechnet habe. Oder ob jetzt einfach mein Falz, ne, weil das Ding ja ein bisschen schief ist, das wisst ihr ja. So sieht es jetzt aus. So. Der Millimeter hier unten, der stört überhaupt nicht. Weil wenn das eh so ein bisschen hochfloppt, ist das egal. So. Ja, es ist wirklich schief. Aber es ist halt mir zu verschulden. Aber wurscht, bei euch wird es gerade. So. Das kommt hier drauf. Jetzt brauchen wir natürlich noch, ne, habt dann eine schöne Mattung gleich drumherum. Gleich mitberechnet. Supi. Dann macht er dann einfach, statt 21,7 macht er 21,8. Ja. Wir brauchen jetzt das Designerpapier. Und da machen wir, hier haben wir jetzt 10,2 mal 14,2, also 3 mm weniger. 9,9 mal 13,9. So, da haben wir schon mal das für hinten. Haben wir schon mal das für hier. Wunderbar. Und jetzt noch für hier vorne. Und da habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemessen. Das mache ich mal ganz schnell. Das sind insgesamt 7,3. Warum ist das so eine... Seht ihr mal, ich habe doch eigentlich... Eigentlich habe ich 7,5 dazu genommen. Das ist schon komisch. Das sind nur 7, mach mal 7. Das verwundert mich so ein bisschen. Weil ich hatte es ja extra so berechnet. Naja. Ich hoffe, ich schreibe euch dann die richtigen Maße unten hin. So. So soll es aussehen. Genau. Ist das auch erledigt. Und meine Falzklinge geht schon wieder auseinander. Jetzt können wir auch schon kleben. Und ich habe mich heute wieder vorbereitet. Ich habe extra schon ausgeschnitten und gemalt. Weil ich dachte mir, das dauert sonst zu lange. Das sind wieder die Blumen von Kreativdepot. Extra noch liegen gelassen, damit ihr das seht. Die Dudelblumen. Dudelblumen 2, Entschuldigung. Aber ich packe euch ja eh immer alles unten rein. So, das können wir jetzt festschmieren. Wo ist mein Kleber? Da ist mein Kleber. Und ich bin so ein bisschen verwundert. Ich hatte ja das finale Diamond Painting Video hochgeladen. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal gucken. Und klar mache ich die Daumen immer aus, weil sich manche darin aufgeilen, ist das falsche Wort, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Aber ich kann es ja sehen. Und bis jetzt sind es irgendwie 3 Daumen nach unten. Gut, 1 Daumen nach unten ist immer. Da mag mich jemand nicht, aber es wurscht. Mach weiter. Ich krieg trotzdem Geld dafür. Und es sind quasi 2 Daumen zu viel. Wo ich mir dann halt überlege, warum? Was ist dein Anlass, einen Daumen nach unten zu geben, weil ich meine Meinung gesagt habe? Du denkst doch nicht, ehrlich, dass wenn nur weil ich etwas zur Verfügung gestellt bekomme, dass ich dann die Zuschauer anlüge. Oder das ist Unsinn. Ich habe meine Meinung gesagt, ich habe gesagt, da ist was doof, da ist was scheiße, mir ist was kaputt gegangen. Damit kann ich doch nicht hinterm Berg halten. Das geht doch nicht, weil wenn Leute sich das dann bestellen und dann genauso das haben und dann vielleicht sogar noch auf mich zukommen oder weiß ich nicht. Die Firma muss es doch mitkriegen, dass es Diskrepanzen gibt, dass da was blöd ist, damit sie es ändern können. Dann verstehe ich Daumen nach unten in der Hinsicht überhaupt nicht. Die Leute sollten sich eigentlich darüber freuen, dass jemand mal die Meinung sagt und nicht alles schön redet. Oh, es ist toll, es ist hübsch und hintenrum sagt so von wegen, es ist eine Scheiße. So. Ne, ihr wisst, wie ich meine. Kann ich nicht verstehen, finde ich sinnlos, finde ich dumm. Gut, vielleicht waren es dumme Menschen, die einen Daumen nach unten gegeben haben. Kann ja sein. Dann seid weiterhin dumm, ist mir auch egal. Aber nur weil ich was kostenlos krieg, ne. Ne, ganz sicher nicht. So. Dreh das mal richtig rum. So.
Man könnte natürlich jetzt hier auch noch eins hinmachen, aber ach. Nee. Oder? Nee. Weil. Ich zeige es euch mal. Ihr seht es jetzt nur von oben, ne? Aber ihr wisst, wie ich das meine. Das Prinzip. Man stellt die sich dann so hin. So, ich zeige es euch. So steht die dann auf eurem Schrank, Tisch, Regal, wo auch immer. Ne? Steht wunderschön. Man könnte natürlich hier was hinkleben, aber wenn man das von vorne sieht, dann ist da eigentlich nichts. So. Ich habe aber noch nichts reingestempelt. Ich knicke das nochmal ordentlich hier. Hier. Ich habe ja diese, also die, ich kann es nochmal sagen, die klitzekleinen Größen sind wirklich top, weil die halt wirklich schön klein sind und gerade bei sowas gut gehen. Und ich dachte mir, ich nehme jetzt hier mit Liebe. Mit Liebe geht immer und das kann man sich auch schön in den Schrank stellen. Mit Liebe. Und dann kann man noch schöne nette Worte dazu schreiben. So, wenn ich das jetzt versaue, ja, dann habe ich umsonst gemalt. Naja. Top, 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 top. So. Einmal Monas Haare. Ich muss schon wieder Haare färben. Unfassbar. Geht doch immer schneller, als man denkt, ne? Und ich kann hinten nicht sehen, wie viele weiße Haare da sind. Schrecklich. Es ist schief. Egal. Muss jetzt so bleiben. Das ist natürlich, ich sage ja immer, Gummistempel sind toll, aber das ist echt blöd, dass man nicht sieht, wie man stempelt. Und ich gucke ja nicht immer vorher, bin ich jetzt gerade oder bin ich nicht. Naja, ihr wisst schon, wie ich meine. Ah, ist schief. Naja, okay. Ha, hat eine besondere Note, wenn schief ist. Wie war das? Schief ist das neue gerade. Ah, Mist. So. Das wollte ich irgendwie hier so und das hier oben so. Na? Und da könnte man natürlich auch noch ein bisschen Klimbim, dieses rosane Metallic-Band dahinter kribbeln. Dachte ich mir so. Ich probiere es einfach aus. Wird das reichen? Ich hoffe. Ich nehme immer viel zu viel und krieg es nicht gebacken. Ah, komm hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, kommst du her. Himmelarsch. Entschuldigung. Falls da jemand mal irgendwie. Bleibst du jetzt da? Ein Tipp für mich hat, wie ich das ordentlich hinkriege. Immer her damit. Oh Gott, das ist doch. Na! So, ich habe es irgendwie hingekriegt. Jetzt guckt nur ein bisschen raus, aber ist nicht schlimm. Man könnte ja noch was. Mich nervt das wirklich, dass das schief ist. Finde ich irgendwie doof. Klebe ich es denn hin? So. Das und die Blume. Ja, links oder rechts ist egal. Irgendwie macht das unschön, oder? Ich weiß nicht. Für mich macht das jetzt richtig unschön. Oder ich bin einfach nur, komisch. So, das reicht mir aber irgendwie noch nicht. So, das war mir jetzt irgendwie zu wenig. Irgendwas hat mir gefehlt und ich benutze jetzt endlich mal diese hier. Das sind ja diese farbenfrohe Zierdeckchen. Und ich finde die wunderschön, habe die nie benutzt und ich finde das jetzt richtig passend irgendwie. Und klebe mir den jetzt hier drauf.
Ach, guck, sogar weiß auf der Rückseite. Mach hier überall ein bisschen Kleber drauf. So. Oh, ich wollte euch mal zeigen, was ich momentan mache. Hatte ich schon länger vor, euch das mal zu zeigen. Ich rede immer nur davon. Duck, 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 duck. Wenn es übersteht, macht nichts. Kann eigentlich ruhig überstehen. So. Das dann hier rein. Ja. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich das überklebe. Naja. Moment, Moment, Moment. Ein bisschen weit oben. So. Ach, es wird schwierig mit mir, Leute. Und dann hatte ich hier noch diese. Die habe ich, glaube ich, mal zugeschickt bekommen. Diese Blätter, ich glaube, die sind aus dem Action oder so. Aber ich glaube, das passt jetzt hier nicht mehr so ganz. Naja, irgendwie sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ach, naja, das sieht bei mir immer so aus, habe ich das Gefühl. So, ich habe jetzt noch schnell, naja, schnell. Ich habe wieder ewig lang rumgemacht. Ein paar Strasssteine aufgebracht. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich habe hier auch nochmal an dem Metallic-Garn gezuppelt, damit es doch an beiden Seiten rauskommt. Man hätte theoretisch noch irgendwas drunter setzen können. Ich hatte jetzt nicht so das Passende da. Vielleicht irgendwo verkrustelt. Ich finde es nur gerade nicht. Hoppala. Ich will mich ja versuchen, mal mehr Ebenen zu schaffen. Aber das braucht Übung und Zeit. Und naja, so. Ich zeige euch das mal. So, ich habe jetzt hier, wie gesagt, eine kleine. Und hier oben habe ich noch ein groß reingesetzt. Und Moment, ihr seid ganz schön hell, sehe ich gerade. So. So sieht das gute Stück jetzt aus. Naja, na gut. Wie gesagt, man hätte noch irgendeine Schicht hier reinmachen können oder das vielleicht halbieren und an diese. Naja, aber ihr seht ja, so ist das aufgebaut. Ne? Und dann kann man sich das so schön hinstellen. Ja, von oben sieht man nicht viel, ich weiß. Aber ihr wisst, wie ich meine. Und wie gesagt, ihr könnt hier noch was Weißes reinkleben, dann vielleicht noch ein Stempelchen unten rein. Oder. Ihr seid ja da wieder völlig frei. Falls ihr irgendwelche Verbesserungswünsche habt. Wünsche? Wünsche gibt es nicht, weil ich bin ja schon fertig. Aber Verbesserungsvorschläge, so wollte ich sagen. Könnt ihr immer wieder äußern oder sagen, hier, Mona, da und da. Und dann könnt ihr es vielleicht beim nächsten Mal besser machen. So, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hab's vergessen. Moment. Ich wollte euch zeigen, was ich so Schönes mache zurzeit. Ganz zum Schluss. Mal gucken, wer bis zum Schluss guckt. Haha. Vielleicht kann ich ja dann zwischendurch mal ein Gewinnspiel machen. Und dann kriegen es nur die Leute mit, die auch bis zum Schluss gucken. Haha. Genau. Guckt mal. So was Schönes mache ich zurzeit. Ich habe ja gesagt, ich sticke. Und ich finde die so schön. Ich habe schon wieder eine neue Vorlage bestellt. Die ist auch so süß. Ganz viele Perlen sind da drin. Hier sind nur Perlen in den Haaren und unten dran. Aber ich finde die so mega schön. Oh, traumhaft, 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 traumhaft. Dann kann ich auch mal zeigen, wie weit ich bin. Ich habe das mir extra für den Tisch was bestellt, damit ich nicht immer so einen Rundbuckel mache. Guckt mal, so weit bin ich schon. Ja, das ganze Kleid. Ist zwar nicht meine Farbe, aber ich finde die Frau so hübsch. Tja, das wollte ich euch mal zeigen. Ich rede immer nur davon und zeige nichts. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr ja gerne mal sagen. Dann mache ich vielleicht auch mal dazu ein Video. Mal sehen. So, ihr Lieben, jetzt aber. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!